herzlich willkommen. Ich bin der Sparplaner und in diesem Video geht es um den arg gebeutelten US REIT EPR Properties. Und in diesem Video erfahrt ihr, wie das Zahlenwerk des Unternehmens aussieht, was die Firma überhaupt an sich macht und warum es das Unternehmen auf meine Watchlist geschafft hat. Und wie gehabt, bevor es losgeht, meine Videos sind keine Kaufempfehlungen und stellen auch keine Anlageberatung dar. Sie spiegeln lediglich meine eigene persönliche Meinung wider und die wird bei Ihnen sicherlich anders sein. Von daher macht eure eigenen Recherchen, ihr seid für eure Entscheidungen selbst verantwortlich. Zum Start erstmal die wichtigsten Kennzahlen zum Unternehmen, und zwar beträgt der Kurs derzeit 23,31 Dollar und die Marktkapitalisierung liegt bei 1,740 Millionen US-Dollar. Der Umsatz in 2019 betrug 654 Millionen US-Dollar und die Adjusted Funds from Operation betrugen 5,44 Dollar pro Aktie. Auch das der Wert für 2019. Die Dividende ist jetzt ein bisschen komplizierter angegeben. Ich habe mir die Dividende aus dem aktuellen Jahr angegeben und bisher wurden dieses Jahr 1,52 Dollar gezahlt und EPR Properties zahlt monatlich eine Dividende, hat sie aber mittlerweile gekürzt und zwar auf genau 0, also komplett ausgesetzt, weil das Unternehmen halt aufgrund der Corona-Krise so stark belastet ist. Und dementsprechend ergibt sich jetzt auch eine Dividendenrendite von genau 0%, weil das Unternehmen aktuell auch keine Dividenden mehr ausschüttet. Dann erstmal ein kleiner Blick auf das Unternehmen und in welche Immobilien überhaupt investiert wird. Und zwar ist der Bärenanteil hier auf den Freizeitbereich gelegt mit 89% und 11% gelten dann noch dem Bildungsbereich. Dabei ist der größte Brocken im Freizeitbereich dann auch mit Kinos abgedeckt. Dieser Prozentwert war in der Vergangenheit auch schon mal deutlich größer. Wort vom Unternehmen von EPR Properties aber immer weiter reduziert, um auch das Risiko in einem Segment quasi zu streuen oder das nicht alles in einem Segment zu haben. Und das finde ich auch sehr gut, weil gerade die Kinos gegebenenfalls in der näheren Zukunft durch die Streamingdienste in Gefahr geraten, wenn zum Beispiel solche großen Anbieter wie Disney irgendwann sagen, okay, unsere Filmstudios, die Filme, die wir produzieren, bieten wir auch nur noch über Disney an, um noch mehr Leute ins Abo zu kriegen, und werden sie nicht mehr in Kinos anbieten, dann wird das eine große Gefahr sein. Von daher finde ich das sehr gut, dass versucht wird, diesen Wert weiter zu reduzieren. Und die anderen Bereiche sehe ich da nicht so gefährdet. Von daher finde ich die sehr attraktiv. Und die sind auch nicht wirklich gefährdet durch Amazon oder ähnliche Anbieter und haben daher ein sehr gutes Potenzial für die Zukunft. Dann ein kurzer Blick auf die Unternehmen, die sich hinter diesen Branchen verstecken und die als Mieter bei EPR Properties agieren. Und an der ersten Stelle haben wir mit Topgolf, halt wie der Name schon sagt, ein Unternehmen, was im Freizeitbereich, im Golfbereich Lokalitäten anbietet, in der Regel Indoor-Golfanlagen. Und man sieht es hier schon, mit 18,8% ist das ein relativ großer Klumpen. Also ein gewisses Klumpenrisiko ist bei EPR Properties auch vorhanden. Wenn dieser Top-Mieter Probleme macht, dann könnte es schwierig werden. Das gleiche gilt aber natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, auch für den Kinobereich, auch wenn es hier auf mehrere Anbieter gestreut ist, mit Cinemark, RMC Theaters und Regal Cinemas sind drei Stück hier mit drinne. Ansonsten Six Flags mit Wasserparks, aber auch Bildungsbereich sind hier schon vorhanden an fünfter Stelle, Basis in Independent Schools. Nichtsdestotrotz, diese 10 Mieter machen schon 66% der Einkünfte aus im Jahr 2020 bisher. Und auch diesen Wert finde ich ein bisschen hoch. Also man hat ein gewisses Klumpenrisiko, wenn man in EPR Properties investiert. Ja, auch die regionale Verteilung von EPR Properties ist natürlich eine Sache, die beachtet sein muss. Grundsätzlich ist das Unternehmen in den USA tätig, in 44 Staaten derzeit, aber auch in Kanada, wobei der Großteil und der Schwerpunkt auf die USA liegt. Hier auf dieser Karte sieht man mit den blauen Punkten die ganzen Freizeitimmobilien und die grauen Punkte sind dann die Bildungsimmobilien, die das Unternehmen besitzt. Und Kanada ist tatsächlich vollständig hier mit drauf, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Und zwar grundsätzlich eigentlich nur in Ottawa und Toronto tätig, die hier mit an den großen Seen liegen. Und das sind auch relativ wenig Immobilien, also der deutliche Schwerpunkt liegt auf die USA. Und das ist tatsächlich einer der Gründe für mich, warum das Unternehmen nur auf der Watchlist ist. Zum einen, weil ich halt schon sehr viele
REITs habe, also sehr viel ist übertrieben, aber im Verhältnis zu der Größe meines Portfolios und die halt auch größtenteils aus der USA kommen oder größtenteils in den USA tätig sind. Und deswegen ist das für mich persönlich aufgrund der Portfoliostruktur, die ich habe, momentan nur auf der Watchlist, weil ich nicht noch mehr REITs haben möchte momentan. Und wenn, dann würde ich gerne außerhalb der USA da welche haben. Bevor es zu den aktuellen Zahlen des Quartals geht, von Q3 2020, ein kurzer Blick auf die Mietlaufzeiten, die das Unternehmen mit den Mietern vereinbart hat. Und diese sind in der Regel sehr lang, was natürlich ein positiver Aspekt ist. Und sie laufen größtenteils auch relativ gleichmäßig aus. Also meistens sind es so 2-4%, die an Verträgen auslaufen. Hier haben wir 2034 und 2035 ein bisschen mehr mit jeweils 13%. Aber das liegt auch schon ziemlich weit in der Zukunft. Und dann kommt hinzu, dass diese Laufzeiten vermutlich schon im Vorhinein teilweise verlängert werden und sich das dann prozentual auch wieder ein bisschen mehr verteilt. Ansonsten ist das wirklich ein positiver Aspekt an EPR Properties, dass diese Laufzeiten so lang sind und die Mieter so lange an die Immobilien gebunden sind. Dann zum Abschluss jetzt der Blick nochmal genauer rein in das Quartal 3 2020 in den Bericht. Und man sieht es hier schon ganz unten, dass die Adjusted Funds from Operation pro Aktie 4 Cent betragen haben. Das ist natürlich nicht sehr viel und zeigt ganz deutlich, warum derzeit auch keine Dividende gezahlt wird, weil es halt einfach nicht möglich ist. Und man sieht, in den Vorquartalen wurde auch schon 87% beziehungsweise im ersten Quartal 99% ausgeschüttet, was natürlich auch schon an der Grenze dann ist. Aber natürlich gibt es auch positive Sachen, die man aus diesen Zahlen ziehen kann. Und zwar besteht zwar kein Spielraum für Dividenden, aber es müssen auch keine großen Kredite aufgenommen werden, wie zum Beispiel im Vergleich zur Kreuzfahrtindustrie, die derzeit enorme Kreditsummen aufnehmen müssen und deren Bilanzen dadurch auch in der Zukunft noch stark belastet sein werden. Das Problem hat EPR Properties derzeit nicht. Ansonsten ist der Kurs momentan mit knapp 70% Abschlag bewertet. Das heißt, wenn die Zahlen wieder besser werden sollten, hätte man die Möglichkeit, hier halt relativ große Kursgewinne einfahren zu können von bis zu 200%. Und ich habe einfach mal beispielhaft oder spaßeshalber mal hochgerechnet, wenn man jetzt einsteigt, sich der Kurs und auch die Zahlen wieder erholen, dass wieder alles vernünftig anläuft und auch wieder eine Dividende gezahlt werden kann, wie zum Beispiel 2019, dann hätte man eine persönliche Dividendenrendite von knapp 19,3% anhand des aktuellen Einstiegskurses und der Dividende 2019. Das ist natürlich relativ viel hätte, wenn und aber, also sehr spekulativ das Ganze. Man sieht aber, wenn sich EPR Properties erholt, ist ein enormes Potenzial für zum einen Kursgewinne, aber auch für sehr hohe Dividendenrenditen, zumindest persönliche Dividendenrenditen. Aber es gibt halt auch das gewisse Risiko, dass die Krise noch länger anhält, als man jetzt denkt, dass die Kinos, die immer noch einen sehr großen Anteil machen, weiter Probleme kriegen, zum Beispiel aufgrund der Streamingdienste, wie ich bereits gesagt hatte. Und für mich persönlich halt, wie gesagt, auch momentan noch nicht ganz so interessant, weil ich bereits REITs mit US-Immobilien halte. Ja, das sind die Sachen, die halt den Haupteinfluss tatsächlich auf EPR Properties haben. Das ist soweit erstmal alles von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like für das Video da lasst und wir uns dann nächste Woche wiedersehen.